So Leute, ich bin's mal wieder, Flissfi, zurück bei Kid Icarus Uprising und wir spielen heute das Kapitel 9, Medusas letzter Kampf. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein und gehen mal auf 3,0 wieder, weil ich mich nicht so viel traue. Ja. Und ich habe schon ewig lang nicht mehr gespielt, ich habe nach dem 8. Part irgendwann aufgehört zu Let's Playen, weil ich so viel Vorrat hatte und ja, mal schauen, ne, wie es wird. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part irgendwas gesammelt, glaube ich, irgendwelche Ausrüstungsgegenstände und jetzt werden wir gegen Medusa antreten und ich habe heute ein interessantes Thema für euch. Übrigens habe ich eine Schallkanone als Ausrüstung und das interessante Thema, was ich für euch habe, ist schwarzer Humor beziehungsweise etwas eigener Humor. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche rassistischen Witze oder wirklich menschenverachtenden Witze oder sowas bringt. Erstens habe ich da eine Frage zu, wie steht ihr selber dazu? Also zum Beispiel, wenn man die Witze verstehen kann und auch nachvollziehen kann, dass es Scherze sind, dann klar, kann ich darüber lachen, über schwarzen Humor. Also ich bringe auch selber gerne mal Schwarzhumorwitze, zwar jetzt nicht so in Videos, aber gerne gegenüber Freunden. Es muss nicht sein, aber es ist ganz lustig. Und ja, wie ich darauf komme, über dieses Schwarzhumor-Thema zu reden. Das liegt an einem Bericht, den ich heute am Mittwoch, den 20.05. gelesen habe, in dem es um Julians Blog ging. Dieser hat nämlich in seinem letzten Video zu dem GDL-Streik und so einen ziemlich menschenverachtenden Witz gebracht, nämlich halt, dass man die ganzen Lokführer nach Auschwitz bringen sollte. Und dafür hat er wohl Anzeigen bekommen und das wird momentan ganz schön krass diskutiert im Internet. Und ja, ich sage mal so, wer Julians Blog kennt, der weiß, dass er wirklich sehr, sehr schwarzen Humor bringt. Und man sollte schon ein gewisses Maß an Hirn besitzen, um das zu raffen, dass das nicht unbedingt ernst gemeint ist, was er sagt, sondern dass das halt schwarzer Humor, Ironie und Sarkasmus ist. Damals hat er noch vor seinen Videos so eine solche Einblendung gemacht. Dieses Video enthält schwarzen Humor, bla 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 und so weiter, Ironie, Sarkasmus und so weiter und so fort. Ja. Und das mit der Anzeige finde ich schon verdammt krass, weil es einfach nur eine gewisse Art von Humor ist, mit der er hat sich auch damit gerechtfertigt, dass es halt schwarzer Humor ist. Und ich muss ihm da eigentlich recht geben, denn es ist ja nichts weiter. Er möchte das ja nicht wirklich, dass da irgendwie welche vergast werden oder so. Er hat das ja als Witz gebracht, sag ich mal, als halt sehr schwarzen Witz und also schwarzer Humorwitz. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, könnt ihr Julians Blockhumor feiern oder seid ihr komplett abgeneigt von Schwarzhumor Humor oder mögt ihr Schwarzhumor? Ich meine, da hat ja jeder seine eigene Meinung dazu. Ich bin zum Beispiel Fan vom schwarzen Humor, wenn er halt gut rübergebracht wird. Wenn er einfach nur so irgendwie plump rübergebracht wird, dann naja, ne? Aber jedem das seine und ich finde diese Anzeigen dagegen Julians Blog unberechtigt. Und wir sind jetzt erstmal bei Medusa. Na dann werden wir uns mal um Medusa kümmern, aber erstmal um irgendeinen Zwischenboss, keine Ahnung was das sein soll. Steht da unten bestimmt gleich, der Schlosswächter ist das. Ja, und was gab es noch zu sagen zu dem Schwarzhumor-Thema? Das wird jetzt gerade mega krass diskutiert auch wirklich und zig Journalisten und Presse-Dinger, also zum Beispiel auch der Spiegel und die Deutsche Morgenpost, zerreißen sich gerade das Maul über Julians Blog halt wegen diesem Witz, was ich halt auch extrem lächerlich finde und die finden das dann auch berechtigt, diese Anzeige, aber sie machen ihn halt nieder und daran sieht man, dass auch manche Journalisten nicht unbedingt die nötige Intelligenz besitzen, um schwarzen Humor halt zu verstehen. Also man braucht eine gewisse Intelligenz, bin ich der Meinung, um schwarzen Humor zu verstehen, beziehungsweise man sollte nicht immer alles so ernst nehmen, aber leider tun das häufig die Menschen. Aber naja. P2, oh mein Gott.
Halleluja. So mach mal. P2 hat uns geholfen. Okay, was ist mit dem los? Ach ja, wurde der finstere Pit doch noch lieb. Aber jetzt geht's erstmal auf den Bogenkampf natürlich. Der natürlich wieder länger ist als der Luftkampf. Und ich sehe gerade, dass mein Akku gar nicht mehr so lange hält. Aber das dürfte noch reichen für diesen Part. Ich möchte eigentlich auch nur einen Part heute aufnehmen. Damit ich einen für Freitag habe. Da ich momentan keinen Vorrat mehr habe. Versam. Ne, versonnen. Ich muss gerade überlegen, wann kommt denn Kitty Karus? Samstags kommt Kitty Karus. Ja, und dass ich halt ein Part mal vorproduziert habe. Aber ich möchte natürlich eure Meinung wissen zu dem schwarzen Humor-Thema. Was sagt ihr dazu? Findet ihr die Anzeige gegenüber Julians Blog berechtigt oder denkt ihr auch eher da so wie ich, dass man halt schwarzen Humor nicht verbieten sollte, beziehungsweise es halt schwarzer Humor ist und man es nicht zu ernst nehmen sollte? Was? Ah, ach so, man kann durch die Wände gehen, okay. Ich war mir gerade unsicher, ob man es kann oder nicht, aber man kann es, okay. Da kann ich nicht rüber, oder? Na da, da geht's weiter. Alles klar. Ich bin etwas verwirrt von diesem Level hier gerade. Ich bin aber allgemein heute etwas verwirrt. Vielleicht hat man es mir auch angemerkt, dass ich manchmal die Wörter nicht so gut gefunden habe, aber ich habe es versucht. Ja, und das ist halt schon irgendwie ein hartes Thema, wenn man so bedenkt, dass man dafür angezeigt wird, für, ich sage mal, eine spezielle Art des Humors. Vielleicht sehen es manche auch nicht als Humor, so wie beispielsweise die Journalisten. Aber was ist eure Meinung? Wenn wir schon bei schwarzem Humor sind, was ist euer, also der schwarze Humorwitz Nummer 1 für euch? Also welchen schwarzen Humorwitz feiert ihr persönlich selber? Fände ich vielleicht auch mal ganz interessant. Mir fällt jetzt spontan gerade keiner ein, aber selber halt schwarze Humorwitze bringen tue ich eher selten, aber ich höre mir gern welche an und kann darüber auch lachen halt. Ja. Ja, so ist es. Das wollte ich dazu sagen. Ja. Gibt es noch was zu dem Thema zu sagen? Ich überlege gerade. Ich glaube momentan nicht. Oh, hallo. Hallo, du blödes Viech. Ach, bist ja tot. Okay. Ich meine, jemanden den Tod zu wünschen, beziehungsweise über, also jemanden nach Auschwitz schicken zu wollen, ist halt schon echt sehr schwarzer Humor. Aber man muss ihn halt verstehen können und dann kann man vermutlich auch darüber lachen, wenn man denn damit leben kann und damit umgehen kann, dass ein Mensch solche Witze reißt. Meine Güte, was ist denn los mit dem Viech? Geh doch weg. Dann halt nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr mit dir kämpfen. Ui, unser Ding hier, das, keine Ahnung, wie man es nennt. Ein Robo-Anzug-Ding, keine Ahnung. Wie soll ich es denn nennen? Meine Güte, mir fällt kein Name ein. Auf jeden Fall, machen wir Gegner-Bashing. Immer Spaß, so Hack'n'Slay und so. Mehr oder minder. Zu was gehört Kitty Karus eigentlich? Ich hab's jetzt mal als Action-Adventure, glaube ich, betitelt. Aber es ist auch eine Form von Hack and Slay, oder? Mitunter. Huch. Halleluja. Halleluja. Viele Gegner, viele Gegner. Ach ja, was gibt es noch zu sagen, so Interessantes momentan? Gibt es momentan irgendwas Spannendes zu erzählen? Nö. Huch, was bist du denn für einer? Ich überlege gerade, gibt es irgendwelche Nintendo-Themen? Ach doch, momentan, was soll ich sagen? Es kommt ja bald, was, wurde ja auf Kickstarter was gestartet, dieses eine Spiel da, Yooka-Laylee oder so. Und es hat ja seine Petition unterschrieben bekommen oder die Unterschriften unterschrieben bekommen. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel, um ehrlich zu sein. Das halt an irgendwie mich schon so ein bisschen an die, also an Banjo-Kazooie, an die ersten beiden Teile erinnert, also an die noch coolen Teile. Und das wäre natürlich cool, wenn Nintendo, oder besser gesagt, so langsam mal Spieleentwickler zurückgehen in die alte, also in die damalige
Jump'n'Run-Zeit, weil ich Jump'n'Runs von damals wirklich sehr liebe. Also manche sind echt genial, zum Beispiel halt Banjo-Kazooie. Und wir haben Pandora zum zweiten Mal besiegt. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt weiterging. Ob wir nochmal gegen Medusa kämpfen müssen oder nicht oder doch. Ach ja, so war das. So war das. Man musste hier, glaube ich, nochmal ein paar Bosse besiegen und dann ist irgendwie hier was gewesen, dass man Medusa besiegen konnte. Das wird, glaube ich, ein langer Level, also wir müssen uns auf viel vorbereiten. Und ja, was hättet ihr eigentlich von diesem. Habt ihr dieses Yooka-Laylee schon gesehen oder wie das hieß? Keine Ahnung, ich kenne den genauen Titel gerade nicht. Was soll ich sagen? Das ist ja mit so einem Chamäleon und einer Fledermaus und sieht eigentlich ganz knuffig aus und hat so einen Banjo-Kazooie-Charme halt. Und was haltet ihr davon? Habt ihr Bock auf das Spiel? Also ich denke, wenn es rauskommt oder kurz danach, wäre es vermutlich Let's Playen. Das wird aber noch einige Jahre dauern, denke ich mal. Es wird vermutlich noch bis 2017 dauern oder so. Das Spiel ja erst angekündigt wurde und das ja gerade mal irgendwie so eine Vorführ-Demo oder sowas war, glaube ich. Keine Ahnung. War irgendwann zum Vorführen, was da gezeigt war. Bisher ist darüber ja noch nicht allzu viel bekannt. Aber das, was man gesehen hat, das macht doch schon Bock auf mehr. Auf viel mehr, um ehrlich zu sein. Also, ich hab Bock auf das Spiel. Mal schauen, für was ich mir kaufen werde. Ich denke mal, ich werde es für einen PC holen. Also, es sei, glaube ich, für einen PC, für die Wii U, für Xbox One, für PS4 und alles eigentlich kommen. Ich denke mal, ich werde es für einen PC holen, damit ich es Let's Playen kann, weil auf der Wii U kann ich es ja nicht Let's Playen. Aber wir werden uns überraschen lassen. Ich hoffe, die Entwickler stecken da wirklich viel, viel Liebe und Zeit rein. Und machen da einfach ein geiles Meisterwerk draus, was man auch endlich mal wieder ein geiles Jump'n'Run nennen kann. Ich hätte Bock drauf, was sagt ihr dazu? Hättet ihr auch Bock auf ein geiles Jump'n'Run oder mögt ihr Jump'n'Runs überhaupt nicht? Gibt's ja auch so Menschen, die Jump'n'Runs überhaupt nicht mögen, was ich nicht verstehe. Warum mag man keine Jump'n'Run? Wie kann man nur? Nee, Spaß. Es gibt natürlich so welche und so welche. Zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Shooter-Spieler, außer es sind gut gemachte Shooter wie, also, beziehungsweise nicht so, wo es halt nur aus Ballern drauf ankommt, sondern die auch irgendwie eine Story haben. Zum Beispiel, Kid Icarus hat ja eine Story. Oder auch Splatoon. Auf Splatoon bin ich auch sehr gespannt. Ich überlege mir das auch, ob ich mir das holen soll. Oder ob ich es lassen soll. Mal schauen. Ich werde es mir dann überlegen, ich werde es mir spontan überlegen. Aber an sich sieht das Spiel ganz cool aus und macht einen interessanten Eindruck. Ach ja, heute haben wir viele Themen zu bequatschen und ich muss auch viele Themen bequatschen, wie es aussieht, weil es ein langer Part wird. Aber natürlich ist das neunte Kapitel noch nicht das Ende, das wäre ja mega kurz für ein Nintendo-Spiel. Na gut, es gab auch schon kürzere Nintendo-Spiele. Aber es war damals. Also, das kann man ja nicht vergleichen mit Spielen von heute. Nee, nee, nee. Nee, also es geht noch viel, viel weiter als das, was wir bisher gesehen haben. Und die Hydra ist erstmal besiegt. Zum zweiten Mal auf jeden Fall. Und dann bleibt nur noch ein Boss. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, das war Gaol. Oder? Ist das Gaol? Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, das ist die dreiköpfige Hydra, ne? Ah, die zweiköpfige. Also war das. Okay. Kann ich mitleben, wähle Fortsetzung, um das Spiel erneut an der Stelle zu starten, wo du, keine Ahnung. Das Hydra erstes Battle oder so ähnlich. Ach nee, warte, der Höllenhund. Der Keberus. Ach Mensch, der Keberus, den habe ich ja fast vergessen. An den denkt man aber auch nicht, der ist so unnötig und so. Das ist halt so irrelevant. Oh Gott, nein, keine Schnitter. Gott, nein. Nein, einfach nein. Gott, wie Schnitter hasse. Schnitter! Fuck you! Oh Gott, nein! Stirb doch einfach! Du blöder Schnitter! Ich hasse Schnitter. So. Danke. Okay. Schnitter sind die schlimmsten Gegner für mich. Das ist echt so. Also, nee. Es gibt nichts Schlimmeres als die Viecher. Selbst Zugstreik sind da besser. Stimmt. Wo wir ja eh eigentlich bei dem Thema schon von Anfang an waren. Könnte man auch mal euch fragen, seid ihr betroffen von dem Bahnstreik oder juckt euch das gar nicht oder müsst ihr überhaupt nicht mit dem Zug fahren halt?
Und was haltet ihr von den Streiks? Findet ihr die Forderungen, die da die GDL fordert, gerechtfertigt oder eher nicht gerechtfertigt oder whatever? Also ich persönlich finde es schon ein bisschen dreist, was sie da abziehen. Ich meine, wie oft haben die jetzt schon gestreikt? Ich habe keine Ahnung. Also und die wollen ja immer mehr. Und da es halt schon Monopol ist, also da die Bahn halt schon Monopol ist für manche, machen die sich das halt ganz schön zunutze und sind ganz schön dreist in diesem Sinne. Aber naja, kann man wohl nichts machen. Na, wir sowieso als einfache Bürger nicht. Und ja, ist halt ein bisschen blöd, aber mich betrifft es jetzt nicht unbedingt. Von daher habe ich mich damit auch nicht so befasst. Mein Vater befasst es, weil er selber bei der Bahn arbeitet, aber halt nicht als Lokführer. Und ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass er zur GDL, also irgendwas zur GDL beiträgt. Eher nicht, aber naja. Auf jeden Fall. Mich betrifft das persönlich nicht. Betrifft es euch? Und was haltet ihr davon? Und wie gesagt, haltet ihr das für gerechtfertigt? Allgemein interessiert mich hier besonders eure Meinung zu diesem Part, weil ich ja hier über so einiges geredet habe. Unter anderem die Sache mit Julians Blog, dann halt Yooka-Laylee, oder wie das Spiel auch immer heißen mag. Und der Bahnstreik. Also hier interessiert mich mal eure Meinung wirklich brennend. Und ich bin auch nicht abgeneigt, da mit euch ein bisschen zu diskutieren, was ihr so für Meinungen habt und ob ich eure Meinung vertrete oder ihr meine oder whatever oder wie auch immer. Bin ich sehr gespannt drauf, teilt es mir mit, bitte. Bitte, bitte, teilt es mir mit. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch zum Keberus. Keberus hieß das Viech, ne? Oder Cerberus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Höllenhund. Und machen den noch platt. Ach ja, Bello. Unser kleiner süßer Köter. Aber die Stage hier ist, glaube ich, auf höheren Levels echt schwer. Also das muss man schon. Das muss man im Spiel schon lassen, weil man macht halt drei Bosskämpfe nochmal. Finde ich aber cool. Ich mag so eine Boss-Rushes sozusagen. Also wenn es nicht zu viele sind und es nicht wirklich zu hart ist. Also beim zu harten Boss Rush, da wäre ich auch nicht dabei, ja, gönn die Götzen. Und dieser Part wird besonders langweilig gerade, da es halt auch ein langer Level ist, aber ist ja vollkommen wurscht. Ist halt ein langes Halbfinale, besser gesagt. Ist ja noch nicht das Finale. Wer es noch nicht wüsste. Also, zurück durch den Haupteingang, okay. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich frage mich sowieso gerade, warum die Quelle, war die Quelle jetzt leer oder warum haben wir das Ding da bekommen? Okay, dann, ach nö, nicht so ein Gegner wieder. Ich hasse diesen Gegnertypen. Das ist mein Hassgegner-Typus, weil einfach so, der ist so blöd zu besiegen. Ach, meine Güte. Der ist echt blöd zu besiegen, der Gegnertyp. Man sollte halt sich echt erst um alle anderen kümmern und dann um ihn. Aber das ist gar nicht so leicht hier, weil Pit irgendwie immer alles andere anvisiert, aber nicht den ich möchte. Naja, wir kriegen das schon hin. Ich krieg das hin. Ich weiß, dass ich das hinkriege und dann ist es auch schon tot. So, du da stirbst auch noch, bitte. Dankeschön. Noch wer? Ah, du möchtest noch wer sterben. Wo ist er denn? Da möchte er. Ah, er möchte sterben. Ach, eine Nase. Hallo, Herr Nase. Meine Güte, sind das viele Gegner heute. Das ist ja, kann man sich ja kaum aufs Reden konzentrieren. Nee, Quatsch, das geht schon. Was auch immer du für ein Viech bist. Ich mag keine Schlangen im Übrigen. Also, obwohl. Ich hasse jetzt nicht Schlangen, aber ich bin jetzt auch keiner, der Schlangen unbedingt sympathisiert. Also, man kann sie mögen oder man kann sie nicht mögen. Ich mag sie nicht unbedingt. Aber jedem das seine. Warum rede ich jetzt von Schlangen? Weil wir Schlangen als Gegner haben. Genau, deswegen rede ich von Schlangen. Und Hände. Ich mag Hände. Ich habe jetzt keinen Handfetisch, aber ich mag Hände. Also Hände sind schon praktisch. Kann man gut benutzen, Sausestiefel. Damit können wir bestimmt ganz schnell rennen. Wunderbar. Ah, die Fresse, Medusa. Hey, die Fresse. Ich mag den nicht. Niemand mag dich. Wer mag dich schon? Medusa, niemand mag dich. Hallo Gegner, was haben wir denn hier? Ein Mini-Centurio, der hilft mir, glaube ich, ein bisschen.
Au. Scheiße. Irgendwie hat er mir jetzt nicht wirklich geholfen, aber scheiß drauf. Ja, genau. Ich renne einfach mal weiter. Wird schon richtig sein. Halleluja. Ich renne einfach durch. Ich renne einfach durch. Wird schon richtig sein. Passt schon. Wenn man keine Ahnung hat, einfach durchrennen. Wird schon klappen. Wird schon schief gehen. Ach, das ist doch kein Kackgegner. Den kann man halt nur von hinten angreifen. Das ist ein Kack. Ein Kackgegner. Aber das geht. Man kann mit ihm umgehen, wenn man es richtig macht. Boah, das war ein schlauer Satz. Was ist das? So, Atlasfuß. Wunderschön. Ein wunderschöner Fuß, würde ich mal sagen. Was zur Hölle? Was? Was? Ich check den Kampf gerade, das hier gerade nicht, aber. Ach, der Auberginenmacher. Meine Güte, Auberginenmacher. Mami nicht so eine Aubergine, ich mag den nicht. Und mag ich den nicht mehr, wenn du mit so einer Aubergine machst. Ich mag keine Auberginen. Was bist du denn für einer? Halleluja. Achso, ach, du bist so ein Kackkloß, ne? Ein Kackkloß, genau. Genauso heißen diese Gegner Kackklöße. Nee, sondern einer, der uns schon von Anfang an des Levels hier verfolgt. Diese großen Viecher. Oh Gott, ich sollte aufpassen, ne? Ich sollte ein bisschen aufpassen und mich ein bisschen mehr auf die Kämpfe konzentrieren. Und vielleicht nicht so viele Faxen machen. Aber ich mag gerne Faxen. Hat doch immer einen super Tropfen bringt. Ich weiß es nicht. Weißt du es etwa? Ich weiß es doch nicht. Ein mega langer Part wird das hier. Ist doch scheißegal. Kann ich mitleben? Ihr bestimmt auch. Ihr könnt auch mit einem längeren Part leben. Solange ich interessante Themen habe. Ich hoffe, meine Themen sind interessant. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich heute so lange aufnehme. Ich wollte eigentlich nur einen 15 Minuten Part oder so machen, aber jetzt sind es bald 30 vermutlich, wenn ich so weitermache. Und so weitergeht, wenn wir nicht bald zu Medusa kommen. Aber das Finale, also was man denkt, was Finale ist, ist schon episch gemacht hier. Ist schon nicht schlecht gemacht. Ich mag das erste Finale ganz gerne. Aber das zweite Finale wird nochmal epischer. Das kann ich euch jetzt schon versichern. Also das richtige Finale dann. Er wird nochmal epischer. Damit könnt ihr rechnen. Ja, haben sie schon schön gemacht, das Spiel. War ja auch eigentlich zu Anfang erst als Release-Titel für den 3DS geplant. Aber daraus wurde dann doch nichts irgendwie, weil das Spiel halt noch nicht fertig war und die sich damit Zeit gelassen haben und ja, das ist dabei rausgekommen. Ich find's genial, dass es so gemacht haben, wie es jetzt ist. Und ja, also ich mag das Spiel sehr. Gab es da gespaltene Meinungen zu dem Spiel? Manche hätten sich vielleicht lieber einen Jump'n'Run gewünscht, aber ich fand das jetzt, dass es ein Actionspiel ist, auch nicht schlecht. Also warum auch nicht? Man kann noch mal was Neues ausprobieren, ne? Man muss doch nicht immer bei den Franchises der Serien bleiben. Also Mario hat schon oft bewiesen, dass er auch was anderes kann, außer Rohre verlegen. Pardon. Das war jetzt perverser Humor. Wo wir wieder bei dem Thema schwarzer und perverser und Humor und Julians Block sind. Aber egal. Aber egal. Darauf fallen wir jetzt nicht zurück. Das reicht dann für heute mit dem schwarzen Humor, also beziehungsweise mit dem Thema an sich. Auch wenn es ein interessantes Thema ist, was man sicherlich lange diskutieren kann, aber nicht bei so einem Spiel. Also das könnte ich vielleicht bei beispielsweise Lego Batman machen, wo ich mich eh nicht so sehr aufs Spiel konzentrieren muss. Aber hier wäre mir es dann doch etwas zu, na, zu viel, scheiße, zu viel Action im Spiel selber, dass ich da mich konzentriert drüber unterhalten könnte. Manche können das vielleicht, aber das Spiel hat schon viel Action in sich. Also das muss man schon sagen. Dann kann man nicht leugnen. Wait. Wait a second. Ich sehe nichts. Ich sehe doch nichts. Aber hier ist irgendwo eine Brücke. Halleluja. Meine Güte, man sieht die Brücke so verdammt schlecht, aber es geht eigentlich. Okay, man sieht sie doch eigentlich recht gut. Wenn man sich nicht blöd anstellt, sollte man auch nicht runterfallen. Aber ich bin. Wenn man sich nicht blöd anstellt, sollte man auch nicht runterfallen. Aber ich bin blöd und dann falle ich runter, natürlich. Es ist mal wieder typischer Flasti. Es ist ein typischer Flasti, also.
Das ist kein Pferd mehr, das ist ein Pflasti. Ich sollte hier nicht zu schnell rennen. Und sonst geht das wieder in die Hose. Dann fall ich fast wieder runter. Wie man gerade sah. Was bist du denn für einer? Boah, fuck it. Was zur Hölle? Halleluja, wollt ihr mich verarschen? Alter, jetzt bin ich Auberginenkopf. Toll. Ganz toll. Wenn wir nicht mehr Aubergine sein, ich will nicht mehr Aubergine sein. Mag keine Aubergine. Keine Ahnung nicht. Och nö. Oh Gott. Oh Gott, nein. So ein Kack. Okay, man sollte immer ein bisschen aufpassen, wenn man tut hier. Können nämlich gefährlich werden. Ich möchte nicht runterfallen wieder. So, da geht's lang. Da. Hallo. Da geht's lang. Da geht's lang. Holen wir uns die Kiste. Nehmen wir mit. Ach so. Oh mein Gott, eine Kiste mit Beinen. Oh mein Gott. Stirb. Stirb, Kiste mit Beinen. Oh Gott. Okay, ich kann den kleinen Armor hier gebrauchen. Ja, ist ganz gut hierfür, glaube ich. Okay. Ja, ganz toll. Ganz toll hast du es gemacht, Verlasti. 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 Hä? Bin ich blöd? Ich bin doch nicht blöd. Aber doch, bist du. Und wo komme ich hier entlang? Achso, mein kleiner Armor ist gerade verschwunden. Ich dachte gerade, was denn nun passiert? Ach so, was ist. Ach, der andere Weg ist ein Fake-Weg. Was für eine Sauerei. Boah, was. Oh Gott, was bin ich denn jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Okay. Was? Zur Hölle war das denn? Okay, man sollte seinen Angriffen auf jeden Fall ausweichen, weil andernfalls werden wir gefressen. Das ist nicht cool. Das war nicht cool. Ich will nicht wieder gefressen werden. Alter, der Kampf, das erstreckt sich hier ganz schön, der Part. Och, och Mensch, kann das Level mal so langsam zu Ende gehen? Also, ich möchte euch auch nicht überstrapazieren hier mit dem Part, weil ich möchte keinen 45-Minuten-Part haben, ne? Also es wäre ein bisschen. Wäre ein bisschen arg viel. Aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen am Ende. Bei wie viel sind wir? Gleich 30. Wundervoll. Ganz toll. Aber egal. Egal, wir machen das hier. Wir machen das in einem Part. Ist mir egal, was ihr sagt. Wir machen das. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Schnittviecher. Schnittviecher, so heißen sie. Ach ja, hätte ich jetzt gerne Schnittlauch. Nein, ich mag gar keinen Schnittlauch, keine Ahnung. Manche haben das ja früher damals immer so gegessen. Ich habe zu denen immer nicht gehört, ich mochte das noch nie, keine Ahnung. Manche mögen das ja so einfach so zu futtern. Aber nee. Vor allem als Kinder immer so. Meint ihr Schnittlauch? Nein. Oh nein, 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 nein. Auberginenhead. Auberginenmacher. Mach, make, make Aubergini. Und, Totenköpfchen. Und was bist du denn für einer? Halleluja, sind das hier. Sind das hier Gegner? Was zur Hölle, Hosen? Oh, ich glaube, wir kommen zum Boss. Ich glaube, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Ja, doch. Doch, das sieht sehr danach aus. Und wir rennen hoch hinauf. Wir rennen hoch hinauf. Wir rennen hoch hinauf. Ja, damit sind wir dann auch beim Boss angelangt. Also bei der Boss-Tür. Wunderbar, dann wird es doch nicht 40 Minuten, sondern nur 35. Yay! Ja, ganz toll. Bisherige Bilanz. Vorsicht, wenn Meeren gören oder so ähnlich. So schön lachen wie du kann ich auch. Nein, wir sehen uns nicht wieder. Quatsch. Dämonen der Unterwelt. Oh yeah. Oh yeah. Und wir fliegen und wir fliegen und wir haben Medusa als Gegner. Das sieht jetzt aus wie der letzte Kampf hier. Es ist aber noch lange nicht.
Das ist der erste richtige harte Kampf, also das ist sozusagen das Vorfinale, wenn man es so sehen will. Das ist noch nicht das Finale. So viel kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Aber ich denke mal, die meisten kennen das Spiel mittlerweile oder kennen es auch nicht, obwohl, ich weiß ja nicht. Also es gibt mehr als 9 Kapitel, so viel ist sicher, ich glaube es waren 20 oder 21. Wie viel genau weiß ich gerade auch selber nicht. Aber was werden wir herausfinden? Ich weiß auch gar nicht, ob die Level immer länger werden oder ob die ungefähr wieder kürzer werden. Ich glaube aber, die werden wieder kürzer. Ich hoffe es zumindest, weil ich möchte euch jetzt nicht jedes Mal einen 40-minütigen Part anbieten. Das wäre ein bisschen arg viel, glaube ich. Wäre mir ein doll viel. Möglichst nicht ihr Auge da treffen. Einfach immer auf Medusa ballern. So, immer auf die Fresse am besten. Und jetzt. Immer weiter drauf da. Es geht immer noch weiter. Jetzt haben wir sie nämlich erst richtig im Visier. Und das ist noch lange nicht alles. Das ist noch nicht die letzte Phase der Medusa. Weil Medusa hat viele Phasen. So, jetzt kommen wir zur letzten Phase, bin ich der Meinung. Ja, jetzt kommen wir zur wahren Schönheit von Medusa. Na, ja, hier ist so schön. So wunderschön mit dem Medusa. Wunderhässlich, nicht. Oh, ist sie schön. Meine Güte, in die verliebe ich mich sofort. Hoho, ist die süß. Halleluja, und ihr Laserauge. Kann auch was. Kann was. Aber jetzt nicht mehr hübsch. Vor allem unten noch das Bild. Also auf dem, bei euch unten rechts. Vor allem noch das Bild ist noch vollkommen normal und. Der Kopf ist eigentlich vollkommen ekelhaft zerstört. Aber ist egal, wir haben Medusa gekillt. Medusa, Königin der Unterwelt. Sieg. Oh yeah. Und damit wäre auch dieses Level geschafft. Oh yeah. Bam, 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 bam. Das war ein komisches Geräusch, aber das ist egal. Medusa, nein, sie verfällt. Ich kann nicht mehr sprechen. Sie zerfällt zu Staub. Oh nein, my boy. Was, my boy? Pardon. Na gut. Aber jetzt wird alles wieder wunderschön. Und das Licht kommt über die Welt und Palutenas, naja, warum sage ich mal Palutenas? Medusas Unterschlupf reißt ab und alles wird toll und schön und so. Das denkt man. Ich glaube, jetzt kommt sogar ein Abspann, der aber nicht wirklich ein Abspann ist, oder? Ach ja. Jetzt geht's nämlich erst richtig los. Direktor Sakurai, Plana Kamiya. Ich bin süßer. Ich glaube, gleich wird nämlich. Aha. Nein. Nee. Hades. Oh ja, Hades der Badass. Ach, wie lieb von dir. Du Arschloch, warum tust du das? Oh, wie süß. Hades ist ein Badass. Und es geht weiter. Glaubt doch nicht, dass es wirklich schon zu Ende ist. Wir nehmen mal alles hier mit, was wir können. Und da hinten ganz viel Stuff. Spiele das Kapitel durch und zerstöre dabei alle Kanonen des Schlosswächters. Spiele das Kapitel innerhalb von 36 Minuten durch, haben wir geschafft. Besiege 10 Gegner mit Nahkampfangriffen, bevor du aus dem Cherubot aussteigst. Und verwende das alte Mini-Centurio und
Rappele dich 10-mal wieder auf, nachdem du zurückgeschleudert wurdest. Wunderbar. Okay. Dann würde ich sagen, was ist für diesen Part? Im nächsten Part geht's dann weiter mit Kapitel 10. Dass das Wunschkorn heißt. Wie ist denn das Kapitel jetzt eigentlich? Medusas letzter Kampf. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, Tschüssikowski, euer Flastwie.